Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, meine Damen und Herren, im Namen des Vorstands begrüße ich Sie herzlich zu unserer Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2017. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Wir haben den Bericht des Vorstandes heute wie folgt aufgebaut. Zu Beginn möchte ich Ihnen einen Überblick zum Geschäftsjahr 2017 geben und auf einige High- und Lowlights des vergangenen Jahres eingehen. Anschließend möchte ich Ihnen über den Abschluss unseres Effizienzprogramms Fit for Growth berichten und Ihnen einen Überblick zu den Ergebnissen in den verschiedenen Teilbereichen dieses Programms geben. Im Anschluss daran legen Ihnen dann die Kollegen Klug, Dr. Pieske und Schrofner die Geschäftsentwicklung für die Region dar, die Sie jeweils verantworten. Dabei werden Ihnen meine Vorstandskollegen auch zu Ihren Funktionsbereichen, die Sie zusätzlich noch verantworten, berichten. Herr Rainer Klug wird Ihnen also zum Segment Amerika berichten und im Anschluss auf seine funktionale Verantwortung für den Bereich Produktion und Logistik und Einkauf eingehen. Herr Dr. Rainer Pieske wird Ihnen die Geschäftsentwicklung in Europa im abgelaufenen Geschäftsjahr darstellen und im Anschluss auf wichtige Personalthemen und die Bedeutung von Lübeck eingehen. Toni Schrofner berichtet dann über die Region Afrika, Asien und Australien und über Neuigkeiten im Bereich Innovation. Im Anschluss daran wird Ihnen Herr Lesko Details zur wirtschaftlichen Lage des Konzerns sowie seiner Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 geben und dabei auch kurz auf die Ergebnisse des ersten Quartals 2018 eingehen. Ich werde den Bericht des Vorstandes dann mit einem Ausblick auf das Jahr 2018 abschließen. Der gesamte Vorstand steht Ihnen später in der Generaldebatte gerne für weiterführende Fragen zur Verfügung. So viel zum Ablauf. Ich möchte den heutigen Bericht des Vorstandes mit einem Blick auf die Rahmenbedingungen beginnen und einen kurzen Blick darauf werfen, wie sie sich entwickelt haben. Vor einem Jahr blickten wir auf ein Umfeld, das geprägt war von einem verhaltenen weltwirtschaftlichen Wachstum, de facto dem niedrigsten Zuwachs seit der Finanzkrise. Der Verfall der Rohstoffpreise, insbesondere der Ölpreise, setzte die rohstoffexportierenden Länder unter Druck. Zusätzlich waren mit der Brexit-Entscheidung und dem Ausgang des US-Präsidentenwahls neue Unsicherheiten aufgekommen. Vor diesem Hintergrund war 2017 ein gutes Jahr. Die stärker nach innen gerichtete Politik in einigen Ländern und protektionistische Tendenzen haben bisher keinen größeren Schaden angerichtet. Die Weltwirtschaft hat sich 2017 deutlich belebt und erlebt einen globalen Aufschwung, der insbesondere von den Industrieländern getragen wird. Aber auch in den Schwellenländern hat sich die Wachstumsperspektive wieder verbessert. Dazu hat sicherlich auch die Stabilisierung der Rohstoffpreise beigetragen. Für 2018 prognostiziert der Internationale Währungsfonds nochmals ein leicht höheres Wachstum. So weit, so gut. Dieses gute Umfeld gilt es zu nutzen und dafür ist internationale Zusammenarbeit wichtig. Doch auch wenn sich manche Risiken bisher nicht konkretisiert haben, so bleiben sie doch bestehen. Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, lassen Sie mich nun zu unserem Bericht über das Geschäftsjahr 2017 kommen. Insgesamt war 2017 ein ordentliches Jahr für Dräger. Wir haben unsere Ziele weitgehend erreicht. Dräger ist wieder gewachsen, sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz. Unser Ergebnis konnten wir weiter verbessern.
Nachdem unser Auftragseingang bereits im Schlussquartal des Vorjahres, also 2016, deutlich zulegen konnte, setzte sich die positive Entwicklung der Nachfrage im Geschäftsjahr 2017 fort. Nominal steigerten wir die Aufträge um 3,0%, währungsbereinigt waren es sogar 4,4%, der stärkste Zuwachs der vergangenen Jahre. Unser Umsatz legte nominal um 1,9% zu, bereinigt um Währungseffekte waren es 3,3%. Zu dieser Entwicklung trug insbesondere wieder ein sehr starkes Schlussquartal mit einem erneuten Umsatzrekord im Dezember wesentlich bei. Unser Kostenmanagement haben wir auch im Geschäftsjahr 2017 konsequent fortgesetzt. Unsere Funktionskosten sind auf dem Niveau des Vorjahres geblieben. Unser Ergebnis hat sich dadurch weiter verbessert. So stieg unser Ergebnis vor Steuern und Zinsen, EBIT, auf 155,7 Millionen Euro und unsere EBIT-Marge legte von 5,4 auf 6,1% zu. Der Dräger Value Added, unsere wichtigste Steuerungskennzahl, ist weiter gestiegen und belief sich auf rund 70 Millionen Euro. Lassen Sie mich nun im Detail auf einige Low- und Highlights eingehen. Auch wenn wir 2017 wieder gewachsen sind, so gab es in der Gesamtbetrachtung auch Lowlights. So hat uns die Ressourcenknappheit in einigen Industrien, ich denke da insbesondere an elektronische Bauteile, gerade auch zum Jahresende etwas an Umsatz gekostet, der nicht mehr im alten Geschäftsjahr realisiert werden konnte. Auch wenn alle Regionen insgesamt gewachsen sind, so gab es doch innerhalb der Regionen auch einige Schwachpunkte. Im Segment Amerika ging der Umsatz in Lateinamerika in Summe zurück. Der Kollege Klug wird noch etwas näher darauf eingehen. In der Region Afrika, Asien und Australien sind einige Länder unter den Erwartungen geblieben. Ich denke da vor allem an Japan, Indonesien, aber auch Korea. Im Rahmen der allgemeinen Umsatzentwicklung fällt auch das unterdurchschnittliche Wachstum bei den Produkten der Medizintechnik auf. Einzig in der Region Amerika konnte die Medizintechnik stärker wachsen als die Sicherheitstechnik. Auch die Währungen finden sich auf der Liste der Lowlights wieder. Während wir zu Beginn des Jahres noch leichten Rückenwind von der Währungsseite erhielten, drehte sich dies im Frühjahr. Im weiteren Jahresverlauf nahmen die negativen Währungseffekte zu und haben den Saldo in unserem Ergebnis belastet. Negative Währungseffekte begleiten uns leider auch im Geschäftsjahr 2018, vor allem jetzt im ersten Quartal. Da hatten wir Gegenwind und vor allem ja im ersten Quartal, wie gesagt, noch Rückenwind. Herr Lesko wird diesen Effekt bei der kurzen Vorstellung der Ergebnisse des ersten Quartals erläutern und ich werde später bei unserem Ausblick noch darauf eingehen. Zu den Lowlights 2017 zähle ich auch den Fortbestand an populistischen und protektionistischen Tendenzen, die in einigen Ländern zutage getreten sind. Auch wenn wir bisher noch keine größeren Auswirkungen spüren, so sind die handelnden Personen und Parteien weiterhin präsent. Das Risiko bleibt also bestehen und wir sind gespannt auf den 12. Mai und wie es mit dem Iran weitergeht und mit den Zöllen. Einschränkungen in der internationalen Zusammenarbeit und im Welthandel würden insbesondere Europa und Deutschland treffen. Überhaupt würde es keine Gewinner dabei geben, allen nationalistischen Versprechen zum Trotz. Das sage ich Ihnen hier in Lübeck, der Hauptstadt der Hanse. Uns war es immer schon am freien Handel gelegen, über Grenzen hinweg, um durch geschäftliches Handeln
Wohlstand zu schaffen für viele Menschen. Zurück zu Dräger. Da haben wir genau das getan im Berichtsjahr, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Aktionäre. Denn ganz oben auf der Liste der Highlights im Geschäftsjahr 2017 steht die Rückkehr zu Wachstum. Nicht nur beim Auftragseingang, sondern gerade auch beim Umsatz, der ja 2016 erstmals seit der Finanzkrise zurückgegangen war. Der Umsatzrückgang im ersten Quartal 2018, den wir vor kurzem berichtet haben, der ändert daran nichts. Wie wir Ihnen später darlegen werden, erachten wir dies als vorübergehend. Doch nun weiter zur Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr, also 2017. Erfreulich ist dabei vor allem, dass das Wachstum breit angelegt war. Alle Regionen haben dazu beigetragen, auch wenn es, wie ich gerade schon ausführte, innerhalb der Region ein paar Schwachstellen gab. Sehr erfreulich war das Wachstum bei den Produkten der Sicherheitstechnik. Und speziell ist hier die Entwicklung bei den Rental und Safety Services, einem noch relativ jungen Geschäftsbereich, zu nennen. Hier bieten wir unseren Kunden, vor allem in der chemischen sowie in der Öl- und Gasindustrie, ein breit angelegtes Dienstleistungsportfolio an, das sehr gut ankommt. Wir versprechen uns noch einiges in diesem Bereich für die kommenden Jahre und haben daher an unserem Standort in Krefeld im vergangenen Jahr auch zur Absicherung dieses Wachstums ein neues Gebäude errichtet. Das Geschäftsjahr 2017 war nicht das Jahr neuer Programme, neuer Organisationen oder neuer Initiativen der Restrukturierung. Es war ein Jahr der Umsetzung. Dabei hat sich unser neues Governance-Modell bewährt. Unsere zum Jahresbeginn 2016 eingeführte Organisation mit der eindeutigen Zuordnung von Verantwortung für das Geschäft zu den handelnden Personen hat das Unternehmertum gestärkt, die Kundennähe verbessert und die Kostenkontrolle ermöglicht. So konnten wir unser Effizienzprogramm Fit for Growth erfolgreich abschließen. Wir haben mit diesem Programm unsere Kosten gesenkt, Prozesse verschlankt und beschleunigt, sowie unsere Standortstruktur optimiert. Lassen Sie mich auf dieses abschließende Highlight noch etwas näher eingehen. Wir hatten das Programm Fit for Growth Mitte 2014 gestartet und es aufgrund der unbefriedigenden Ergebnisentwicklung im Jahresverlauf 2015 intensiviert. So hatten wir im Rahmen des Teilprogramms SHAPE Ende 2015 insgesamt 250 Maßnahmen definiert, die wir 2016 und 2017 umgesetzt haben. Damit haben wir Kosteneinsparungen von über 100 Millionen Euro gegenüber der ursprünglichen Planung realisiert. 2016 sind unsere Funktionskosten bereinigt um Währungs- und Einmaleffekte um 6,1% zurückgegangen. 2017 haben wir sie stabil gehalten. Unsere Vertriebs-, Marketing- und Verwaltungskostenquote, SG&A-Quote auch genannt neudeutsch, ist im Zuge des Programms von 33% auf 30% gesunken. Unsere Standortstruktur, den Global Footprint, haben wir in den letzten Jahren optimiert. Wir haben Prozesse von Lübeck in die Tschechische Republik verlagert. Wir haben den Fertigungsstandort in Pittsburgh und jüngst die Produktion am Standort in Sao Paulo geschlossen. Und wir haben mit der Inbetriebnahme unserer Zukunftsfabrik hier in Lübeck große Fortschritte gemacht, was Flexibilität und Effizienz anbelangt. Die geplanten Einsparungen konnten wir sogar übertreffen. Auch mit dem Teilprogramm FIT, der Optimierung des Innovationsprozesses, sind wir gut vorangekommen. Das Projekt wurde inzwischen in die Linienorganisation überführt. Erste neue Produkte konnten bereits beschleunigt auf den Markt gebracht werden. Das Ziel ist,
die Time to Market bis 2019 um 50% zu verkürzen, den Kundennutzen also schneller in den Markt zu bringen. Hier sind wir auf gutem Weg. Der Kollege Toni Schofner wird Ihnen zum Thema Innovation gleich noch mehr berichten. In Summe haben wir die geplanten Verbesserungen also erreicht. Soweit erst einmal von meiner Seite zum Überblick über das Geschäftsjahr 2017. Meine Kollegen Klug, Dr. Piske und Schofner werden Ihnen nun über die Geschäftsentwicklung in den Regionen, die Sie verantworten, berichten und anschließend noch kurz auf Ihre jeweilige funktionale Zuständigkeit eingehen. Bei der Präsentation der Segmente starten wir im Westen und werden uns von dort in Richtung Osten bewegen. Sie bekommen also, wie schon im letzten Jahr, America First. Herr Klug, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum in der Region Americas von 3,5% ist solide. Die Entwicklung beim Auftragseingang blieb mit einem währungsbereinigten Zuwachs von 1% etwas dahinter zurück. Ausgeprägt sind allerdings die regionalen Unterschiede innerhalb dieses Segments. Wie Stefan Dräger gerade schon ausgeführt hat, stand in einem Rückgang in Zentral- und Südamerika ein deutlicher Anstieg in Nordamerika gegenüber. In Nordamerika konnten wir sowohl in der Medizin als auch in der Sicherheitstechnik zulegen. In der Sicherheitstechnik wuchsen wir insbesondere bei Produkten des Arten- und Personenschutzes sowie im Zubehör- und Servicegeschäft. In der Medizintechnik sind wir 2017 deutlich stärker als der Markt gewachsen. So hat hier unser Geschäft mit Anästhesie- und Beatmungsgeräten deutlich zugelegt. Und auch unser neuer Baby Leo ist nach seiner FDA-Zulassung Mitte des Jahres 2017 sehr gefragt gewesen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit unserem Abschneiden in Nordamerika. Das Bild in Zentral- und Südamerika sieht leider etwas anders aus. Hier sind Auftragseingang und Umsatz rückläufig gewesen. Auch ein Umsatzplus im vierten Quartal hat daran nichts mehr geändert. Selbst wenn wir in einigen Ländern, wie dem wichtigsten Land der Region in Brasilien und einem weiteren Land wie Argentinien, 2017 im Auftragseingang und Umsatz gewachsen sind. So konnte dies nicht den Rückgang in Ländern wie Chile, Kuba und Mexiko ausgleichen. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf das Geschäft mit Produkten der Sicherheitstechnik zurückzuführen, während das Medizintechnikgeschäft stabil war. Auch wenn die schwache Konjunktur in diesem Teil der Region eine Rolle gespielt hat, so sehen wir doch auch die Notwendigkeit, unsere Vertriebsorganisation zu investieren. Insbesondere im Bereich der Sicherheitstechnik sind diese Maßnahmen bereits in der Umsetzung. Die Bruttomarge im Segment Amerika ging leicht zurück, im Wesentlichen aufgrund negativer Währungseffekte und aufgrund eines Anstiegs der Kostenbasis ging das EBIT zurück. Die EBIT-Marge betrug nur noch 0,8%. Auf der operativen Seite möchte ich noch über eine weitere Anpassung in der Produktionsstruktur berichten. So haben wir im Jahresverlauf 2017 unsere Fertigung von Produkten des leichten Atemschutzes in Sao Paulo geschlossen und wesentliche Teile davon an unseren existierenden Standort in Südafrika verlagert. Soweit zum Segment Amerika. Ich möchte nun noch im Rahmen meiner funktionalen Verantwortung für den Einkauf, Produktion und Logistik eingehen. Im Einkauf haben wir im Jahr 2017 an die Erfolge des Jahres 2016 angeknüpft und geplante Einsparungen erzielt. So konnten wir bei den direkten Materialgruppen Einsparungen auf dem Niveau des Vorjahres erreichen. Ende des Jahres 2016 haben wir die Organisation des Einkaufs angepasst und im Jahr 2017 konnten wir die Wirksamkeit auf die damit verbundenen Zielstellungen feststellen. Diese Zielstellungen für den Einkauf sind die fokussierte und frühe Unterstützung unserer Time-to-Market-Entwicklungsaktivitäten durch unter anderem frühestmögliche Lieferanten- und auch Technologieintegrationen. Natürlich, wie eben schon erwähnt, auch die kontinuierliche Verbesserung unserer Materialkostenpositionen. Darüber hinaus auch weiterhin die Fokussierung auf unsere Accounts Payable-Position, die wir in 2017 ebenfalls nochmals verbessern konnten.
Unsere Zukunftsfabrik hier in Lübeck hat 2017 ihr erstes volles Geschäftsjahr absolviert und im vierten Quartal neue Rekordvolumina in die Märkte ausgeliefert. Mit den Ergebnissen hier bin ich vollauf zufrieden. Wir konnten die Einsparziele, die wir uns ursprünglich mit der Zukunftsfabrik gesetzt hatten, deutlich übertreffen. Insgesamt belaufen sich die Einsparungen dort dann auch auf über 9 Millionen Euro pro Jahr. Die Schließung unserer kleinen Fertigung im Bereich leichter Artenschutz in Sao Paulo und die Verlagerung nach Südafrika habe ich kurz erwähnt. Aktuell bereiten wir noch die Ergänzung unserer Fertigungsstruktur durch einen neuen Standort in Indien vor. Hier sollen in Zukunft ausgewählte Produkte im Bereich Krankenhausinfrastruktur und speziell für Kunden in Schwellenländern gefertigt werden. Zentraler Punkt für den gesamten Supply Chain-Bereich bleibt die Erhöhung der Marktnähe und des Kundenfokus. Hohe Produktverfügbarkeit und kurze Lieferzeiten stehen dabei auch zukünftig im Mittelpunkt. Der Kollege Dr. Rainer Pieske wird Ihnen nun über die Entwicklung in Europa sowie Details zu den Personalthemen erläutern. Sehr geehrte Damen und Herren, nun zur Geschäftsentwicklung in Europa. Mit einem Umsatz von über 1,4 Milliarden Euro ist Europa volumensbezogen betrachtet unsere größte Region mit einem Umsatzanteil von mehr als 50%. Daher ist die Entwicklung in Europa auch von großer Bedeutung für das Abschneiden von Dräger insgesamt. Mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 3,1% hat Europa dabei in 2017 eine sehr solide Entwicklung hingelegt, auch wenn der Umsatz im größten Markt in Deutschland leicht unter dem allerdings sehr starken Vorjahreswert geblieben ist. Noch erfreulicher als die Umsatzentwicklung war der Anstieg des Auftragseingangs mit einem währungsbereinigten Plus von 5,6%. Das bietet gleichzeitig auch eine ordentliche Perspektive für das Geschäftsjahr 2018. In 2017 sind wir in vielen europäischen Ländern gut gewachsen, beispielsweise in Polen, dem Vereinigten Königreich und in Österreich. Auch in Deutschland stiegen die Aufträge an. Unterteilt nach Medizin und Sicherheitstechnik lässt sich feststellen, dass wir mit einem währungsbereinigten Zuwachs von 9,1% in der Sicherheitstechnik stark abgeschnitten haben. Beispielsweise bei Produkten des Arten- und Personenschutzes sowie beim Zubehör- und Servicegeschäft. Auch das währungsbereinigte Plus von 3,3% in der Medizintechnik kann sich durchaus sehen lassen. Mit einem höheren Umsatz und positiven Mixeffekten ist unsere Bruttomarge im Segment Europa im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte angestiegen. Die Funktionskosten gingen bereinigt um Währungseffekte gegenüber dem Vorjahr um 0,5% zurück. Das EBIT im Segment Europa nahm dadurch um 27,9% auf rund 108 Millionen Euro zu, was einer EBIT-Marge von 7,8% entspricht. Auch unser DVA im Segment Europa ist weiter gestiegen. Abschließend noch ein operatives Thema. Vergangenes Jahr haben wir in Krefeld einen Neubau errichtet. Mit dieser Investition wollen wir insbesondere das von Herrn Dräger bereits erwähnte Wachstum im Geschäftsbereich Rental and Safety Services unterstützen. Hier haben wir in den letzten Jahren vor allen Dingen mit Kunden aus der chemischen Industrie und in der Öl- und Gasindustrie ein sehr gutes Wachstum erzielen können. Dieses Geschäft erfordert eine enge logistische Unterstützung des dortigen Servicepersonals und eine schnelle und ausreichende Bereitstellung von Mietgeräten. Ich möchte nun im Rahmen meiner funktionalen Verantwortung für den Bereich Personal noch einige Details zu Personalthemen bei Dräger in 2017 erläutern. Auch in 2017 haben wir im Austausch mit unseren Führungskräften und Mitarbeitern an unserem Leitbild der Führung und Zusammenarbeit unter dem Namen We Lead
weitergearbeitet. Hier ist Vertrauen der zentrale Wert. Und auf dieser Basis wollen wir Freiraum für eigenverantwortliches Handeln schaffen vor dem Hintergrund einer klaren strategischen Orientierung. So können wir gemeinsam Wert für unsere Kunden schaffen. Führung und Zusammenarbeit hatten wir auch bei der Mitarbeiterbefragung, die wir vergangenes Jahr durchgeführt haben, als wesentlichen Themenkomplex mit aufgenommen. Die Ergebnisse aus dieser weltweiten Mitarbeiterbefragung stellen eine sehr gute Basis für die intensive Weiterbearbeitung, Weiterentwicklung der Kultur, der Führung und Zusammenarbeit bei Dräger dar. Mehr als 80% der Mitarbeiter haben an der Befragung teilgenommen, die wir im zweijährigen Turnus durchführen. 85% unserer Mitarbeiter sind sehr zufrieden oder zufrieden mit ihrer Arbeit und fast 87% empfinden unsere Leitidee Technik für das Leben als Ansporn für ihre tägliche Arbeit. 2017 haben wir auch zum vierten Mal unser Mitarbeiterbeteiligungsprogramm durchgeführt. Dräger unterstützt dabei den Erwerb von Dräger-Aktien durch Mitarbeiter, indem die Mitarbeiter für je 3 erworbene Vorzugsaktien eine Gratisaktie erhalten. Unsere Mitarbeiter haben von diesem Angebot wieder regen Gebrauch gemacht und dabei mehr Aktien gekauft als im Vorjahr. Auch in diesem Jahr planen wir, dieses Modell fortzusetzen und so weiter die Identifikation mit unserem Unternehmen und sowie die Beteiligung am Erfolg zu fördern. Die oben genannten Punkte und Ergebnisse sind ermutigend, auch mit Blick auf die Zukunft, auf den Aspekt Arbeitgeberattraktivität. Denn zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens und zur Zukunftssicherung ist es wichtig, dass Dräger ein attraktiver Arbeitgeber ist, gerade vor dem Hintergrund des in einigen Ländern relevanten Fachkräftemangels. Dass mehr als 80% der Mitarbeiter, wie die letzte Mitarbeiterbefragung ergeben hat, Dräger als Arbeitgeber weiterempfehlen würden, ist hier ein wichtiges Asset. Aber auch auf externer Seite erzielt Dräger bei Arbeitgeber-Rankings erfreuliche Platzierungen. Bei Praktikanten, also unseren Future Talents und Arbeitskräften von morgen, sind wir beispielsweise unter den besten Arbeitgebern Deutschlands. Auch bei anderen Arbeitgeberbewertungsportalen schneidet Dräger deutlich besser ab als der Branchendurchschnitt. Sehr geehrte Damen und Herren, nun wie gewohnt einige Zahlen, die den Standort Lübeck betreffen und seine Bedeutung für Dräger illustrieren. Von 13.739 Mitarbeitern weltweit arbeiten 47% in Deutschland und davon wiederum 3/4 in Lübeck. Lübeck ist und bleibt das Herz von Dräger. Hier am Standort arbeiteten Ende 2017 ungefähr 4.900 Mitarbeiter. Fast 1.000 oder 24% mehr als am Ende von 2010. Nach einem Rückgang der Mitarbeiterzahl im letzten Jahr, im Zusammenhang mit den Personalmaßnahmen im Rahmen unseres Effizienzprogramms, ist die Zahl in 2017 wieder angestiegen. Das heißt aber nicht, dass wir Stellen, die wir im Vorjahr 2016 gestrichen haben, einfach wieder neu besetzt haben. Vielmehr steht hinter diesem Zuwachs bei uns eine Strukturveränderung. Der Anstieg erfolgte nicht in der Verwaltung, sondern vielmehr stellten wir Spezialisten in der Forschung und Entwicklung, in der IT und im Vertrieb ein, die uns dabei unterstützen, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Zur Zukunftsgestaltung gehören auch unsere Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die in 2017 gestiegen sind. Und auch hier nimmt Lübeck mit über 70% die Hauptrolle ein. Ähnliches
gilt für die Investitionen, die ebenfalls zu einem Großteil hier in Lübeck anfallen. Damit übergebe ich an meinen Kollegen Toni Schroffner. Besten Dank, Rainer. Auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Nachdem unser Auftragseingang in der Region Afrika, Asien, Australien im Vorjahr nur leicht zugelegt hatte, konnten wir 2017 die Aufträge währungsbereinigt um 4,5% steigern. Auch die Umsatzsteigerung von währungsbereinigt 3,5% stellt eine ganz passable Erholung dar, nach einem Rückgang im Vorjahr. Das Auftragwachstum war besonders ausgeprägt im Nahen Osten, getrieben von starker Nachfrage aus Saudi-Arabien. Nachdem ja das Geschäft hier im Vorjahr schwächer war, ist das auch für uns eine sehr erfreuliche Entwicklung. Noch wichtiger für uns ist die Nachfrage in China gewesen, und die hat sich sehr positiv entwickelt. China ist vom Geschäftsvolumen her ein sehr wichtiger Markt für Dräger, de facto nach Deutschland und den USA der drittgrößte Einzelmarkt. Daher ist dieses Abschneiden besonders erfreulich. Sowohl Produkte der Medizintechnik als auch der Sicherheitstechnik trugen zum Anstieg bei. Der bei der Sicherheitstechnik war prozentual sogar zweistellig. In der Region AAA, also Afrika, Australien, Asien, war insgesamt der Anstieg der Aufträge der Produkte der Sicherheitstechnik mit währungsbereinigt über 10% deutlich ausgeprägter als bei der Medizintechnik, die währungsbereinigt hier nur um 2,5% zulegte. Unsere Bruttomarge ging 2017 leider um 1,8% zurück. Die positiven Volumenseffekte wurden durch negative Währungseffekte sowie unvorteilhafte Mixeffekte mehr als ausgeglichen. Aufgrund einer guten Kostenkontrolle gingen unsere Funktionskosten in der Region währungsbereinigt um 2,4% zurück. Das wirkt sich auch positiv auf das EBIT in AAA aus, das um 3,7% zulegen konnte. Die EBIT-Marge stieg somit auf 6,8% und auch der DVA in der Region konnte zulegen. Nur noch einige Informationen aus meiner funktionalen Bereichsverantwortung zum Thema Innovation. Produktentwicklung und neue Produkte sind für ein Technologieunternehmen wie Dräger von essentieller Bedeutung. Sichern sie doch die Wettbewerbsfähigkeit nach vorne ab und schaffen neues Umsatzpotenzial. Mit dem FIT-Programm, das hat der Dräger kürzlich erwähnt, haben wir in den vergangenen Jahren den Prozess unserer Produktentwicklung überarbeitet, mit dem Ziel, den Kundennutzen neuer Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Das Projekt wurde zwischenzeitlich erfolgreich in die Linie überführt, und auch einige neue Produkte, die wir 2017 auf den Markt gebracht haben, konnten bereits von den neuen Ansätzen zur Reduzierung der sogenannten Time-to-Market profitieren. Eine Auswahl der neuen Produkte haben wir hier auf dieser Folie dargestellt. Aus Zeitgründen möchte und kann ich aber nur jeweils auf ein Produkt-Highlight der Medizin- und der Sicherheitstechnik näher eingehen. 2017 haben wir in der Medizintechnik 22 neue Produkte gelauncht. Und hier ist insbesondere unser neuer Oxylog VE 300 zu nennen, den wir Mitte 2017 auf den Markt gebracht haben. Er ist unser neues Beatmungsgerät für den Bereich Notfall und Transport. Er ist gleichzeitig der jüngste Spross in der mehr als 100-jährigen Geschichte mobiler Beatmungsgeräte bei Dräger und stärkt unsere sehr bekannte Marke Oxylog. Der Oxylog VE 300 wurde in enger Zusammenarbeit mit Kunden in der ganzen Welt entwickelt. Er berücksichtigt in idealer Weise die heutigen Anforderungen in der Notfallbeatmung. Mit seinem geringen Gewicht und dem ergonomischen Design ist er leicht zu bedienen und auch leicht zu transportieren. Und das intuitive und moderne User Interface erleichtert die Bedienung in kritischen Situationen. Er ist sehr gut geeignet für den Einsatz in Rettungsfahrzeugen, wie auch beispielsweise in Notfallaufnahmen von Krankenhäusern, sowie auch für den Patiententransport innerhalb der Klinik. Mit seinem integrierten Wiederbelebungsmodus und der kabellosen Datenübermittlung bedient der Oxylog VE 300 auch die neuesten Trends in der Notfallbeatmung. Wir haben für den Oxylog VE 300 erfreulicherweise bereits viele Bestellungen aus vielen Ländern der Welt. Nun zu neuen Produkten in der Sicherheitstechnik. Hier sind in 2017 insgesamt 12 Produkte auf den Markt gebracht worden. Wir haben zuletzt stark in unser Portfolio tragbarer Gasmessgeräte investiert und eine Reihe von neuen Produkten in diesem Bereich auf den Markt gebracht. Ein Highlight hier ist unser neues Mehrgasmessgerät Dräger XAM 8000. Es kann bis zu 7 verschiedene Gase gleichzeitig messen. Das Gerät ist entwickelt und optimiert für Freigabemessungen,
Also bevor Menschen enge Räume, beispielsweise Tanks, einsteigen, was eine typische Gefahrensituation für unsere Industriekunden darstellt. Das XAM 8000 ist mit zwei neuen, leistungsstarken Fotoionisationsdetektoren ausgestattet, die den Nutzer in die Lage versetzen, spezifische Benzolmessungen durchzuführen. Benzol ist ein gefährliches Gas, das als eine der Hauptsubstanzen in der Öl- und Gasindustrie überwacht werden muss, da das Problembewusstsein gegenüber krebserregenden Stoffen wie Benzol kontinuierlich zunimmt. Während gleichzeitig Grenzwerte immer weiter abgesenkt werden, sind diese Produkteigenschaften ein starkes Argument für unsere Kunden, die sich für das Träger XAM 8000 entscheiden. Das Gerät wurde auch auf Basis von Kundenrückmeldungen aus verschiedenen Industrien entwickelt. Während der Entwicklungsphase hat das Projekt mit Prototypen und Feldtests mehr als 250 internationale Vor-Ort-Termine bei Kunden durchgeführt. Aufgrund unseres gut vorbereiteten Markteinführungsprozesses haben wir bereits einen guten Auftragsbestand und international etliche vielversprechende Verkaufschancen für dieses neue Produkt. Wie bereits erwähnt, 2017 lag für Träger in der Sicherheitstechnik ein Innovationsschwerpunkt auf tragbaren Gasmessgeräten. Der Träger XAM 8000 ist nur ein Beispiel von vielen. So viel zu Produktneuheiten aus dem Geschäftsjahr 2017 und damit darf ich zurückgeben an meinen Kollegen Gerd Hartig-Lesko. Vielen Dank. Wir haben das Jahr 2017 wieder mit einem starken Jahresendgeschäft abgeschlossen. Unser Auftragseingang lag im vierten Quartal währungsbereinigt um 3,3% und unser Umsatz sogar um 5% über dem bereits starken Vorjahresquartal. Für das gesamte Geschäftsjahr bedeutet dies, dass der Auftragseingang währungsbereinigt um 4,4% gewachsen ist und der Umsatz um währungsbereinigt 3,3% zulegte. Der Auftragseingang hat sich somit noch besser als der Umsatz entwickelt und wir sind mit einem höheren Auftragsbestand in das neue Geschäftsjahr 2018 gestartet. Unser Bruttoergebnis stieg im Wesentlichen aufgrund des höheren Umsatzvolumens um 16,7 Millionen Euro. Die Bruttomarge lag mit 44,8% nur leicht unter dem Vorjahresniveau. Negative Währungseffekte konnten wir durch vorteilhafte Mix- und sonstige Margeneffekte größtenteils kompensieren. In den Jahren bis 2015 hatten wir noch eine rückläufige Bruttomarge, sodass wir die Stabilisierung 2016 und jetzt auch für 2017 positiv werden. Die Funktionskosten blieben auf dem Niveau des Vorjahres. Dazu gleich noch mehr im Detail. Insgesamt wurde das Ergebnis des Jahres 2017 durch die Aufwertung des Euros gegenüber dem Großteil der für Träger relevanten Fremdwährungen belastet. Dies zeigt sich zum Beispiel auch bei dem deutlich niedrigeren sonstigen Finanzergebnis, das mit minus 4,7 Millionen Euro deutlich unter dem des Vorjahres lag. Dabei handelt es sich zum Beispiel um die Bewertung von Finanzforderungen und Verbindlichkeiten, die in Fremdwährungen denominiert sind. Im Wesentlichen aufgrund des volumensbedingt höheren Bruttoergebnisses stieg in Summe unser Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern, das EBIT, um knapp 19 Millionen auf 155,7 Millionen Euro. Die EBIT-Marge erhöhte sich von 5,4% auf nunmehr 6,1% für das Gesamtjahr. Bei einem verbesserten Zinsergebnis und auch einer niedrigeren Steuerquote stieg der Jahresüberschuss auf 98,5 Millionen Euro. Auch der Träger Value Added, unsere Steuerungskennzahl für den Wertzuwachs, verbesserte sich. Der DVA berechnet sich aus dem Ergebnis vor Zinsen und Steuern abzüglich der kalkulatorischen Kapitalkosten. Bei einem besseren EBIT und bei geringeren kalkulatorischen Kapitalkosten stieg der DVA von 49,8 Millionen Euro im Vorjahr auf nunmehr gut 70 Millionen Euro. Kommen wir jetzt zur Entwicklung der Funktionskosten. Unsere Funktionskosten lagen im Geschäftsjahr 2017 währungsbereinigt nur leicht über dem Vorjahreswert. Der Anstieg betrug 0,2%. Die Währungseffekte wirkten hier entlastend, sodass die Funktionskosten nominal um 0,7% zurückgingen. Anders als im Vorjahr fielen 2017 auch keine Restrukturierungskosten an. In 2016 wurde das Ergebnis noch von um rund 10 Millionen Euro belastet. Wenn man diese beiden Effekte bereinigt, also Währungseffekte und Restrukturierungskosten des Vorjahres, dann lagen die laufenden Funktionskosten um 1,2% über dem Wert des Vorjahres. Kostenerhöhend
wirkten unter anderem Lohn- und Gehaltssteigerungen, etwa aufgrund der Tariferhöhung der Metall- und Elektroindustrie in Deutschland. Betrachtet man die Entwicklung auf Ebene der einzelnen Funktionen, dann stiegen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, bereinigt um die veränderten Wechselkurse um 8,1%, währungsbereinigt nominal um 7,1%. Der Anteil der F&E-Aufwendungen am Umsatz erreichte damit 9,1%. Im Vorjahr waren es 8,7%. Die um Währungseffekte bereinigten Vertriebs- und Marketingkosten lagen um 3,3% über dem Vorjahreswert. Der Anstieg ist sowohl auf volumensbedingt höhere Frachtkosten als auch auf gestiegene Faktorkosten und gezielte Investitionen in den Vertrieb zurückzuführen. Unter anderem haben wir den Vertrieb in China, Deutschland und Indien gegenüber dem Vorjahr ausgebaut. Unserem Programm Fit for Growth bei der Verbesserung der Kostenposition war insbesondere auf die Verbesserung der Verwaltungskosten ausgerichtet. Und die Entwicklung in den allgemeinen Verwaltungskosten ist auch am vorteilhaftesten. Diese lagen, bereinigt um Währungseffekte und Restrukturierungsaufwendungen im Vorjahr, nur leicht um 1% über denen der Vergleichsperiode. Unser Ziel, die SG&A-Quote, also das Verhältnis von Vertriebs- und Verwaltungskosten zum Umsatz unter 30% zu bringen, haben wir erreicht. Die SG&A-Quote lag bei 29,7%. Werfen wir nun einen Blick auf die Entwicklung einiger wichtiger Finanzkennzahlen auf der folgenden Folie. 2016 war der operative Cashflow mit rund 195 Millionen Euro sehr stark. Obwohl sich unser EBITDA weiter verbessert hat, blieb der operative Cashflow im Jahr 2017 mit 143,3 Millionen Euro unter dem starken Vorjahreswert. Der Haupttreiber für den niedrigeren Cashflow ist der höhere Umsatz zum Jahresende. Dieser späte Mehrumsatz stark anstieg, führte dies auch unmittelbar zu einem Anstieg der Forderungen aus Lieferung und Leistung um ca. 20 Millionen Euro. Darüber hinaus haben die Verbesserungen des Working Capital Managements insbesondere schon im vierten Quartal des Jahres 2016 begonnen, ihre Wirkung zu entfalten. Daher fällt auch ein großer Teil dieser Verbesserung noch in das Jahr 2016. Ähnliches gilt auch für unsere Vorräte. Unsere Vorräte stiegen in 2017 um 30 Millionen Euro an, während sie im Vorjahr um 17 Millionen zurückgingen. Diese Effekte wirkten zunächst negativ auf den operativen Cashflow und überkompensierten das höhere EBITDA und auch andere Cashflow-erhöhende Effekte, wie zum Beispiel die Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um ca. 22 Millionen Euro. Mit 106 Millionen Euro investierten wir leicht über dem Vorjahresniveau. Das größte einzelne Projekt war der Ausbau unseres Standortes in Krefeld für den Vertrieb und Service der Sicherheitstechnik. Dieses Projekt befindet sich mittlerweile in einer Endphase und wird in 2018 nur noch geringe Investitionen einfordern. Ansonsten gab es noch kleinere Investitionsprojekte wie der Ausbau des Standortes in Blyth oder die Akquisition des Hamburger Technologieunternehmens Bentec. Im laufenden Jahr werden wir etwas weniger investieren, zwischen 85 und 100 Millionen Euro, überwiegend für Ersatzinvestitionen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Nettofinanzverbindlichkeiten um rund 64 Millionen Euro gesunken. Der Haupttreiber hierfür ist die verbesserte Liquiditätsposition um rund 26 Millionen aufgrund des positiven Free Cashflows. Und gleichzeitig konnten wir Darlehen und Kontokorrentverbindlichkeiten in Höhe von rund 36 Millionen zurückführen. Im Dezember diesen Jahres läuft ein Schuldscheindarlehen in Höhe von knapp 39 Millionen Euro aus. Dieses planen wir aus der verfügbaren Liquidität zu tilgen. In 2017 hat sich unsere Kapitaleffizienz weiter verbessert. Aufgrund des leicht geringeren Kapitaleinsatzes und des höheren EBIT ist die Verzinsung des eingesetzten Kapitals auf 12,5% gestiegen. Das Eigenkapital erhöhte sich im Wesentlichen aufgrund höherer Gewinnrücklagen und durch den verbesserten Jahresüberschuss. Die Eigenkapitalquote stieg um 2 Prozentpunkte auf 45,4%. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 72 Euro Cent auf 4,12 Euro je Stammaktie und 4,18 Euro je Vorzugsaktie. Hierbei ist jeweils eine Vollausschüttung unterstellt.
Im Folgenden möchte ich Ihnen auch gerne einige Veränderungen unserer Bilanz darstellen. Die Bilanzsumme ist leicht angestiegen. Sie stieg um 42 Millionen Euro auf 2 Milliarden 354 Millionen und liegt damit 1,8% über dem Vorjahresniveau. Auf der Aktivseite erhöhten sich die langfristigen Vermögenswerte um 10,3 Millionen Euro, unter anderem aufgrund der Investitionen in den Vertrieb und Service der Sicherheitstechnik in Krefeld. Die kurzfristigen Vermögenswerte stiegen um 31,8 Millionen Euro. Dabei blieben die Vorräte auf Vorjahresniveau. Der Rückgang der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 12,6 Millionen Euro wurde vor allem durch eine Erhöhung der liquiden Mittel um 26,1 Millionen Euro sowie höhere Steuerforderungen plus 11,8 Millionen Euro mehr als kompensiert. Auf der Passivseite der Bilanz erhöhte sich unser Eigenkapital um 6,5% auf 1 Milliarde 68 Millionen und 300.000. Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2017 betrug 45,4% und lag 2 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Eigenkapital mindert, wirkten dabei Währungsumrechnungsdifferenzen, die durch das höhere Ergebnis überkompensiert wurden. Wie in den Vorjahren wird das langfristige Vermögen vollständig durch das Eigenkapital gedeckt. Die langfristigen Schulden reduzierten sich um ca. 50 Millionen Euro. Hauptursächlich hierfür war der Rückgang bei den langfristigen verzinslichen Darlehen. Dies hängt unter anderem mit der Tilgung des fälligen Schuldscheindarlehens zum Jahresende von 38,5 Millionen Euro zusammen. Diesen Effekt sieht man auch in dem Anstieg der kurzfristigen Darlehen und Bankverbindlichkeiten von gut 25%. In Summe reduzierten sich die verzinslichen Darlehen und Bankverbindlichkeiten um insgesamt 36,4 Millionen Euro. Die kurzfristigen Schulden stiegen insgesamt um 4% an. Neben dem erwähnten Effekt bei den Darlehen und Bankverbindlichkeiten ist ein weiterer Grund für den Anstieg bei den kurzfristigen Schulden die höheren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die um 23,1 Millionen Euro anstiegen. So viel zu den Geschäftszahlen 2017. Ich möchte Ihnen nun kurz auch die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2018 erläutern. Diese Zahlen haben wir in der vergangenen Woche bereits im Detail veröffentlicht. Nach dem erfolgreichen Abschluss 2017 kann man den Beginn des Jahres 2018 nicht anders als enttäuschend bezeichnen. Wir hatten einen schwachen Start. Unser Umsatz ist währungsbereinigt um 2,5% zurückgegangen. Nominal waren es sogar 7,4%. Das zeigt auch das Ausmaß der Währungseffekte, die zum Jahresbeginn 2018 im Vergleich zur Vorjahresperiode wirkten. Unser Umsatz ist dabei auch währungsbereinigt in allen drei Regionen zurückgegangen. Das schwache Umsatzvolumen, der ungünstige Produktmix, die höheren Qualitätskosten und der bereits sichtbare Kostenaufbau haben zusammen mit dem Gegenwind von der Währungsseite zu einem deutlichen Ergebnisrückgang geführt, sowohl beim Bruttoergebnis als auch beim EBIT. Während wir im Vorjahr noch ein leicht positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern erzielt haben, ist es dieses Jahr nach drei Monaten ein Fehlbetrag von knapp 40 Millionen Euro. Die negativen Währungseffekte haben hierzu im ersten Quartal mit einem hohen einstelligen Millionen-Euro-Betrag beigetragen. Die stärksten Währungseffekte kamen hier dabei, um auch nur einige zu nennen, von der türkischen Lira, dem australischen Dollar und auch dem brasilianischen Real. Positiver schaut die Entwicklung des Auftragseingangs aus, der währungsbereinigt im ersten Quartal um 2,6% zulegen konnte. Damit hat sich der positive Auftragstrend der Vorquartale fortgesetzt und unser Auftragsbestand ist weiter gestiegen. Der Anstieg des Auftragseingangs war mit einem währungsbereinigten Zuwachs von 9,4% am stärksten in der Region Afrika, Asien und Australien. Dazu trug neben der positiven Nachfrageentwicklung beispielsweise in China und Saudi-Arabien auch ein größeres Projekt im Bereich Krankenhausinfrastruktur in Botswana bei. Auch in der Region Amerika legten die Aufträge währungsbereinigt zu. Insbesondere Zentral- und Südamerika trug dazu bei. Im Vorjahr war die Entwicklung hier, wie wir ihn bereits darlegten, enttäuschend. In Nordamerika war die Nachfrage im ersten Quartal stabil vor dem Hintergrund der guten Performance im Vorjahr. Ähnliches gilt für Europa, das währungsbereinigt insgesamt knapp unter dem Vorjahresniveau blieb.
insbesondere infolge eines Rückgangs in Ländern wie Österreich, den Niederlanden und Spanien. In Deutschland haben wir weiter unseren soliden Wachstumsfort beschritten und die Aufträge konnten im ersten Quartal um rund 5% zulegen. Wenn man auf die Nachfrageentwicklung für Medizin und Sicherheitstechnik schaut, so lässt sich ein währungsbereinigtes Plus von knapp fast 5% bei der Medizintechnik feststellen. Die Aufträge bei Produkten der Sicherheitstechnik gingen im ersten Quartal hingegen zurück. Wie wir Ihnen bereits zuvor berichtet haben, war die Entwicklung 2017 gerade im Bereich der Sicherheitstechnik besonders positiv. Abschließend auch möchte ich Ihnen auch einige Kennzahlen noch erläutern. Unsere Bruttomarge ist im Q1 um gut 3 Prozentpunkte auf 41,4% zurückgegangen, im Wesentlichen aufgrund von Mixeffekten sowie negativen Währungseffekten und höheren Qualitätskosten. Unsere Funktionskosten sind im ersten Quartal nominal um 2,8% gestiegen. Hier haben sich entlastende Währungseffekte infolge des starken Euros bemerkbar gemacht. Währungsbereinigt sind die Funktionskosten um 6,6% gestiegen, insbesondere aufgrund höherer Ausgaben für Forschung und Entwicklung und für den Vertrieb. Zusammenfassend lässt sich nach dem schwachen Umsatz im ersten Quartal, zu der auch eine schwache Lieferperformance in unserem Geschäft mit Verbrauchsmaterialien im Zuge der Hochlaufphase unseres Logistikzentrums beigetragen hat, sagen, dass wir angesichts der fortgesetzt positiven Auftragsentwicklung in den kommenden Monaten mit einem Aufholen des Umsatzes rechnen. Dadurch erwarten wir eine positive Wirkung auf den Produktmix, ergänzt durch geringere Qualitätskosten sowie geringere Unterschiede in den Währungseffekten in den Folgequartalen wird sich die Ergebnissituation verbessern. Die Auswirkungen auf unseren Ausblick für 2018 wird Ihnen Herr Dreger gleich erläutern. So viel zu den Geschäftszahlen 2017 und einen Überblick zu unserem ersten Quartal. Ich übergebe nun wieder das Wort an Herrn Dreger. Ja, vielen Dank, Herr Lesko. Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme nun zu unserem Dividendenvorschlag. In den vergangenen beiden Jahren haben wir lediglich die Mindestdividende ausgeschüttet. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Aktionären für ihre Unterstützung bei unseren Restrukturierungsmaßnahmen bedanken. Nach dem erfolgreichen Abschluss unseres Effizienzprogramms möchten wir jetzt unsere Dividendenpolitik anpassen und die Ausschüttung wieder erhöhen. Für das Geschäftsjahr 2017 und die Folgejahre planen wir jeweils mindestens 10% des Konzernjahresüberschusses an die Aktionäre und Genussscheininhaber auszuschütten. Wir schlagen Ihnen daher vor, für die Vorzugsaktie 46 Euro Cent und für die Stammaktien 40 Euro Cent auszuschütten. Bezogen auf die Vorzugsaktie ist das mehr als doppelt so viel, bezogen auf die Stammaktie gut 3-mal so viel wie im Vorjahr. Bevor ich zum Ausblick komme, möchte ich Ihnen noch ein paar Details zu den zusätzlichen Investitionen geben, die wir im November angekündigt haben. Denn die Ankündigung wurde vom Kapitalmarkt als Enttäuschung aufgefasst. Und ich denke, das bedarf einer Erklärung. Mit unserem Effizienzprogramm haben wir unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessert. 2017 sind wir nach der enttäuschenden Umsatzentwicklung des Vorjahres zu Wachstum zurückgekehrt. Die Erfahrung von 2016 zeigt uns aber, dass einerseits unsere Märkte fundamental intakt und sehr zukunftsträchtig sind, dass es andererseits aber durchaus Phasen niedrigen Wachstums gibt und dass wir immer wieder etwas dafür tun müssen, das weitere Wachstum zu ermöglichen. Daher möchten wir unsere Ausgangsposition im Vertrieb und bei neuen Produkten stärken. Bei fortgesetzter Kostendisziplin investieren wir gezielt noch stärker in die Zukunftssicherung. Denn
Als Familienunternehmen in der fünften Generation haben wir die Zukunft im Blick. Wir wissen, die Bäume wachsen nicht alle gleichzeitig streng monoton in den Himmel. Und der Wald liefert nicht jedes Jahr die gleiche Menge an Holz. Wenn wir jetzt mehr in die Zukunft investieren, werden wir vom Wachstum der kommenden beiden Jahre nicht in Form einer verbesserten Profitabilität profitieren. Danach sollten sich diese Investitionen in die Zukunft auch in Form eines Anstiegs unserer Margen auszahlen. Um es klar zu sagen, was ich hier Investitionen in die Zukunft nenne, sind buchhalterisch Kosten, also Aufwendungen, die nicht aktiviert werden und nicht in der Bilanz erscheinen werden. Der Anstieg dieser Aufwendungen konzentriert sich dabei auf zwei Bereiche. Im Vertrieb und Service wollen wir die Vertriebskanäle, insbesondere in der Sicherheitstechnik, ausbauen, um Marktchancen noch besser nutzen zu können und um noch mehr von den Produkten verkaufen zu können, die wir heute schon haben. Beispielsweise werden wir, um unser globales Geschäft in der stationären Gasmesstechnik zu stärken, an unterschiedlichen Orten in der Welt spezielle Kompetenzen aufbauen, die den Vertrieb bei technisch und kommerziell komplexen Projekten und kundenspezifischen Systemen im Anlagenbau unterstützen werden. Allgemein hat sich unser Servicegeschäft in den letzten Jahren positiv entwickelt. Um diesen Trend, von dem wir uns noch einiges versprechen, zu unterstützen, statten wir unser Servicepersonal mit den entsprechenden Werkzeugen aus. Dazu gehört die volle elektronische Unterstützung des Workflow, die Eliminierung von papiergebundenen Prozessen und über SAP die volle Transparenz zu den Vereinbarungen mit den Kunden. Damit die Techniker vor Ort bestmöglich agieren können. Und damit haben wir vergangenes Jahr im Segment Europa begonnen. Außerdem bauen wir parallel zu den existierenden direkten und indirekten Kanälen im Vertrieb einen digitalen Vertrieb auf. Seit letzter Woche können Sie hierzulande und seit dieser Woche auch in den USA auf Amazon eine Auswahl unserer Produkte kaufen von der Träger Digital GmbH und geplant sind auch noch weitere Länder. Und das sind nur einige Beispiele für den Ausbau der Vertriebsfähigkeiten. Wir rechnen damit, dass sich diese Mittel so in etwa im Durchschnitt innerhalb eines Jahres amortisieren werden. Da wir unser striktes Kostenmanagement grundsätzlich beibehalten werden, sollen die Vertriebs- und Verwaltungskosten nicht stärker als der Umsatz steigen. Die SG&A-Quote in den kommenden beiden Jahren also auf dem heutigen Niveau bleiben. Auch in unsere Innovationsorganisation wollen wir investieren. In den kommenden Jahren planen wir mehrere größere Produktinnovationen in der Medizintechnik auf den Markt zu bringen. Um die Entwicklungsroadmap zu beschleunigen, verstärken wir die Aktivitäten, die wir bereits im Rahmen unseres FIT-Programms gestartet hatten. Neben mehr F&E-Ressourcen, die wir bereits im Rahmen des Programms vorgesehen hatten und die einen besonderen Fokus auf Softwareentwicklung haben, geht es dabei auch um Partnerschaften mit externen Entwicklungspartnern. Zudem wollen wir das Produktportfolio für die Schwellenländer beschleunigen, um besser von den Chancen in diesen Märkten zu profitieren. Insgesamt erwarten wir, dass unsere Innovationsrate in der Medizintechnik, also der Umsatz mit neuen Produkten, die 3 Jahre oder jünger sind, 2020 bei 28% liegt. So, sehr geehrte Damen und Herren, nun zum Ausblick. Der Ausblick ist gegenüber November, als wir die zusätzlichen Investitionen ankündigten, grundsätzlich unverändert.
berücksichtigt aber auch die jüngsten Entwicklungen vom ersten Quartal. Wir erwarten 2018 das Umsatzwachstum in einer gegenüber dem Vorjahr leicht höheren Bandbreite, währungsbereinigt zwischen 2 und 5%. Das verbesserte weltwirtschaftliche Umfeld, auf das ich zu Beginn eingegangen bin, bietet dazu den unterstützenden Rahmen. Leider hat sich das trotz der steigenden Aufträge und Rekordauftragsbestand im ersten Quartal noch nicht in Umsatz und Ergebnis niedergeschlagen. Auch wenn der Umsatz bei uns im ersten Quartal typischerweise niedrig ausfällt, war der Start ins neue Geschäftsjahr 2018, wie schon mehrfach erwähnt, besonders schwach. Da gibt es kein Herumreden. Herr Lesko hat Ihnen die Details zum Q1 gerade dargelegt. Ich bin aber zuversichtlich, dass sich unsere positive Auftragsentwicklung in den kommenden Quartalen in besseren Umsatzzahlen niederschlagen wird. Und 2018 und 2019 werden wir, wie soeben ausgeführt, stärker in den Ausbau spezieller Fähigkeiten im Vertrieb und in die weitere Beschleunigung unserer Innovationen investieren. Damit stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit und verbessern die zukünftige Wachstumsperspektive von Dräger. Allerdings wird das, wie gesagt, die Profitabilität der nächsten beiden Jahre belasten. Unsere EBIT-Marge erwarten wir 2018 in einer Bandbreite zwischen 4 und 6%. Jedoch müssen wir aufgrund der verhaltenen Geschäftsentwicklung im ersten Quartal und angesichts der negativen Währungseinflüsse auf unser Ergebnis davon ausgehen, dass der Wert für die EBIT-Marge vermutlich eher im unteren Bereich der prognostizierten Bandbreite liegen wird. Das gilt auch für die anderen Ergebnisgrößen, die wir prognostizieren, wie die Bruttomarge und den Dräger Value Added. Unsere Ziele für 2018 sind mit dem schwachen Start ins erste Quartal anspruchsvoller geworden. Wir sind aber zuversichtlich, die prognostizierten Bandbreiten erreichen zu können. Sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich unsere Präsentation zu den Geschäftsergebnissen 2017 abschließe, möchte ich noch kurz auf den neuen nicht finanziellen Nachhaltigkeitsbericht von Dräger eingehen. Bei Durchsicht des Ihnen vorliegenden Geschäftsberichts werden Sie vielleicht feststellen, dass einige Abschnitte, wie zum Beispiel Einkauf oder auch Umwelt, nicht mehr enthalten sind. Das heißt aber nicht, dass wir dazu keine Informationen mehr zur Verfügung stellen. Ganz im Gegenteil. Im Zuge der Umsetzung der CSR-Richtlinie, die größere Unternehmen wie Dräger verpflichtet, eine nicht finanzielle Erklärung abzugeben, haben wir uns entschlossen, dieser Berichtspflicht umfassend und in einem separaten Nachhaltigkeitsbericht nachzukommen. Sie finden dort Informationen, wie Sie sie aus dem Geschäftsbericht der Vorjahre kennen. Etliches ist aber auch neu, zumindest in der Detailtiefe, die wir dort anbieten. Unseren Nachhaltigkeitsbericht haben wir in 4 Abschnitte unterteilt. Wir schützen Leben. Wir handeln ethisch, wir schaffen Wert und wir achten unser Umfeld. Dieser Nachhaltigkeitsbericht soll nicht nur die gesetzliche Berichtspflicht erfüllen, er soll auch die Informationsbedürfnisse von Kapitalmarktanlegern mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit bedienen. Vor allem aber soll er auch unseren Kunden gerade in der Sicherheitstechnik wichtige und notwendige Informationen zur Verfügung stellen. Denn Dräger ist ja auch ein Teil der Wertschöpfungskette dieser Kunden. Transparenz ist uns wichtig. In der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, wie auch in der Berichterstattung gegenüber unseren Aktionären und der Öffentlichkeit.
Weitere Informationen zu CSR bei Dräger finden Sie draußen im Foyer an einem Stand. Unser Team dort freut sich auf Ihren Besuch. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wie immer stehen wir Ihnen jetzt gleich für Ihre Fragen zur Verfügung.